Wenn Sie die Unbedenklichkeit Ihres Trinkwassers selber in die Hand nehmen wollen, habe ich hier ein passendes Werkzeug für Sie zur Hand. Den AquaVolta Cavendish 2.0 Wasserionisierer. Er filtert Ihr Trinkwasser und verwandelt es in basisches Wasserstoffwasser mit einstellbarem pH-Wert. Servus und herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich heiße Michi und zeige euch die Handhabung und Montage des AquaVolta Cavendish 2.0, der Auftisch- und Untertischversion, wie man welches Wasser damit herstellen kann und noch ein paar Sachen mehr. Wenn das Thema Trinkwasserfilter und basisches Wasserstoffwasser für euch neu ist oder ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, empfehle ich die Vorträge von Karl-Heinz Asenbaum. Ich verlinke euch einige davon in der Videobeschreibung. Das ist die Auftischversion. Und das die Untertischversion. Der Unterschied besteht nur im optional erhältlichen Bedienhahn. So kann das Gerät im Unterschrank verschwinden. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Auftischversion des Cavendish. Auf der Vorderseite befinden sich das Display und das Tastenfeld zur Bedienung. Im Display seht ihr die restliche Filterkapazität, die aktuelle Zapfdauer, die Betriebsart und Stufe, den pH-Wert des Wassers und den Wasserdurchfluss pro Minute. Vorab zur Info, das Wasser wird in allen Betriebsarten immer gefiltert. Die Auftischversion wird durch dieses Tastenfeld gesteuert. Mit der Taste Alkaline kann ich 4 basische Stufen zum Trinken auswählen. Die Taste Filtered liefert mir nur gefiltertes Wasser. Mit der Taste Acidic kann ich 4 Sauerwasserstufen auswählen, zum Händewaschen oder Desinfizieren zum Beispiel. Die Power-Taste schaltet das Gerät ein und aus. Mit der Taste Voice reguliere ich die Lautstärke des Geräts. Und die Taste Mode ist für weitere Einstellungen. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch nachher, wenn der Cavendish angeschlossen ist. Auf der Rückseite sehe ich den Leitungswassereingang, den Abwasserausgang, das Netzkabel, den Datenkabelanschluss für den Untertischbedienhahn, den Ein-Ausschalter, die Sicherung, den Lautsprecher, das Typenschild, die Wandhalterung und eine Klappe, hinter der sich der Nexus Wasserfilter befindet. Den zeige ich euch gleich mal. Auf der Oberseite befindet sich nur der flexible Edelstahl-Abfüllschlauch. Um an die Wasseranschlüsse zu gelangen, lege ich den Cavendish auf das Gesicht oder auf die Seite. Yassin hat schon ein ausführliches Video zum Umgang mit den Steckverbindern für die Schläuche gemacht. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Ich schließe mal die Schläuche an, dann seht ihr, wie das geht. Wenn der kleine Ring heruntergedrückt wird, gibt er den Stöpsel frei und ich kann ihn herausziehen. Die Stöpsel hebe ich für eventuelle Transporte des Gerätes mit dem Karton auf. Ich stecke den Schlauch bis zum Anschlag in das Fitting und kann zur Kontrolle nochmal am Schlauch ziehen. Beim Abwasserschlauch dasselbe. Der Cavendish kann mit dem Umlenkperlator direkt an den Wasserhahn angeschlossen werden. Oder mit unserem Montagering und dem Winkelabsperrventil am Kaltwasser-Eckventil. Das sieht dann so aus. Alternativ kann ich auch den Zuflussschlauch durch eine kleine Bohrung in der Küchenarbeitsplatte führen. Da wir zu allen Anschlussmöglichkeiten schon Videos auf unserem YouTube-Kanal haben, verlinke ich diese für euch in der Beschreibung. Der Wasseranschluss bei allen Installationsarten sieht wie folgt aus. Im Zulaufschlauch wird der Durchflussregler eingebaut. Dieser hat eine Flussrichtung. Mit ihm kann ich den Wasserdurchfluss des Gerätes beeinflussen, welches sich auf den pH-Wert auswirkt. Das Abwasser wird in das Spülbecken geleitet. Entweder mit dem Abwasserschlauch und dem Saugnapf, der an der Spülenseite befestigt wird, oder bei der Untertischversion mittels des Bedienhahns.
Der AquaVolta Cavendish 2.0 kann, wie alle unsere Wasserionisierer, an der Wand montiert werden. Benutzt hierzu bitte die Bohrschablone Nummer 2. Gut. Nachdem ich den Cavendish auf die eine oder andere Art installiert habe, schalte ich ihn auf der Rückseite am Hauptschalter ein. Jetzt kann ich die Ansagenlautstärke einstellen. Mit Drücken der Voice-Taste gelange ich in dieses Menü und stelle hier mit den Tasten Alkaline lauter oder mit Acidic leiser bzw. schalte den Ton ganz ab. Ich wähle Level 03 und speichere die Einstellung mit der Voice-Taste. Als nächstes kann ich die Uhrzeit einstellen oder die Uhrzeitanzeige ausschalten. Dazu halte ich im Standby-Modus so lange die Mode-Taste gedrückt, bis das Menü Time Setting erscheint. Mit der Taste Alkaline kann ich die Zeitansage einschalten und mit Acidic ausschalten. Wenn ich zu lange warte, bis ich die nächste Eingabe mache, schaltet das Gerät von selber wieder in den Standby-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der Mode-Taste kann ich die anderen Einstellungen verändern. Mit Alkaline und Acidic stelle ich das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Am Ende speichere ich wieder mit der Voice-Taste. Jetzt will ich doch mal sehen, was passiert, wenn ich die Power-Taste drücke. Das Gerät sagt mir, was es produziert. Und aus beiden Schläuchen kommt Wasser. Ich schalte mal bis zum Ende durch und nach Stufe 4 kommt wieder Stufe 1. Jetzt schalte ich es aus. Ich schalte wieder ein und der Cavendish startet mit Alkaline-Wasser. Ich drücke Acidic 4, 1, 2. Aus dem Abfüllschlauch kommt jetzt saures Wasser. Acidic 3, 4, 1 und aus. Ich schalte wieder ein und der Cavendish startet wieder mit Alkaline, damit nicht aus Versehen jemand saures Wasser trinkt. Probiere ich noch das nur gefilterte Wasser. Da bei filtert keine Ionisierung erfolgt, entsteht auch kein Abwasser. Das gesamte gefilterte Wasser kommt aus dem flexiblen Abfüllschlauch. Mit dem pH-Wert-Testtropfen und dem Feinregler kann ich meinen Ionisierer kalibrieren. Bei der Alkaline Stufe 4 sagt das Gerät einen pH-Wert von 10,5. Das teste ich jetzt mit den roten Tropfen. Bisschen Wasser ins Gläschen und ein, zwei Tropfen Testflüssigkeit dazu und schon verfärbt sich das Wasser lila, was eher schon pH 11 entspricht. Ich teste noch die Stufe 1 und ihr seht, das Wasser wird blau, ca. pH 9. Damit ich den vom Gerät angegebenen pH 10,5 bei Stufe 4 erreiche, muss ich den Durchfluss noch etwas erhöhen. Das klappt bei mir jetzt nicht, da ich hier nicht mehr Wasserdruck habe. Wenn nach ca. 6 Monaten oder 4000 Litern die Filterkartusche erneuert wird, einfach den Filter am oberen Rand herunterdrücken und nach vorne herauskippen. Den neuen Filter aus seinem Karton nehmen und die Schutzfolie entfernen. Mache ich jetzt nicht, da der Filter im Gerät noch neu ist. Wichtig ist, die Stöpsel in den Stutzen vor dem Einbau zu entfernen, sonst klappt's nicht. Das ist unten, der Filterteller mit der O-Ring-Dichtung. Dieser lässt sich herunterdrücken. Das ist der obere Stutzen mit seiner O-Ring-Dichtung. Zum Wiedereinbau setze ich den Filter mittig auf den Stutzen des Filtertellers. Drücke den Filter nach unten und kippe ihn in die vertikale Position. Drehe den Filter nochmal kurz für den perfekten Sitz der Dichtungen. Klappe drauf,
fertig. Wenn nach ca. 6 Monaten oder 4000 Litern die Filterkartusche erneuert wird, muss ich dem Cavendish sagen, dass er einen neuen Filter bekommen hat. Dazu gehe ich durch gleichzeitiges ca. 5-sekündiges Drücken der Voice- und Mode-Taste ins Filter-Reset-Menü. Hier halte ich die Alkaline-Taste so lange gedrückt, bis die Filter-Remain-Anzeige auf 4000 Liter springt. Ich verlasse das Menü mit der Voice-Taste. Obwohl der AquaVolta Cavendish 2.0 mit einem Elektrodenentkalkungssystem durch Flussumkehr und Umpolung, dem sogenannten DARC-System, ausgestattet ist, DARC ist die Abkürzung für Double Automatic Reverse Cleaning, ist es notwendig, das Gerät je nach Region und Wasserhärte regelmäßig zu entkalken. Speziell hier am Abfüllschlauch kann es zu Kalkablagerungen kommen. Wir haben schon viele Videos zur Entkalkung von Auf- und Untertischionisierern gemacht. Ich verlinke euch welche in der Beschreibung. Okay, kommen wir zur Untertischversion des AquaVolta Cavendish 2.0. Wie ich anfangs schon gesagt habe, besteht der Unterschied nur in dem optional erhältlichen Bedienhahn, der es mir ermöglicht, das Gerät in einem Unterschrank verschwinden zu lassen. Um den Bedienhahn einzubauen, ist es notwendig, ein 29 mm Loch an einer geeigneten Position in meine Arbeitsplatte zu bohren und ein Winkelabsperrventil am Kaltwasser-Eckventil zu installieren. Wie ich das mache, habe ich schon in anderen Videos ausführlich beschrieben. Die Links sind in der Beschreibung oder ihr schaut im Handbuch. Wir verleihen auch die passenden Werkzeuge, um solche Bohrungen zu machen. Bitte sprecht mit uns, wenn ihr eines benötigt. Der Cavendish kommuniziert mit dem Bedienhahn über ein Datenkabel. Die Buchse ist hier auf der Geräterückseite zu finden. Der Stecker passt nur auf eine Art in die Buchse. Bitte beachtet das. Wenn ihr Gewalt anwenden müsst, ist irgendwas falsch. Wie ihr seht, geht das Kabel vom Stecker links in Richtung Filterklappe. Das Eingangswasser wird hier durch eine Mineralkartusche vormineralisiert. Diese ist am Winkelabsperrventil angeschlossen. Wie der Schlauch angeschlossen wird, habe ich vorhin im Kapitel Anschluss des Cavendish schon gezeigt. Der Abwasserschlauch und der dickere 5/16 Zoll Schlauch werden jetzt mit den Schläuchen des Bedienhahns verbunden. Der dicke Schlauch ist im Karton des Gerätes dabei. Allerdings habe ich vorher den Edelstahl-Zapfschlauch des Cavendish gegen den 5/16 Schraub- und Steckadapter ausgetauscht. Sieht dann so aus. Jetzt stecke ich den Netzstecker in eine Steckdose, drehe das Wasser am Eckventil auf und schalte den Hauptschalter an der Geräterückseite ein. Oben am Bedienhahn erscheint jetzt das AquaVolta-Logo und kurz darauf ist der Cavendish betriebsbereit. Als erstes drücke ich nun das Zahnrad-Symbol, um in das Settings-Menü zu gelangen. Hier wähle ich das Feld Time, um die Uhrzeit einzustellen. Durch Antippen der Begriffe kann ich mit den Pfeiltasten die Stunde, Hour und Minuten, Minute einstellen. AM heißt der Zeitraum von 0 bis 12 Uhr und PM ist der Zeitraum von 12 bis 0 Uhr, also vor- und nachmittags. Mit der Enter-Taste sichere ich die Einstellungen. Wie ihr seht, möchte das Display recht punktgenau bedient werden. Als nächstes stelle ich die Ansagenlautstärke mittels der Volume-Taste ein. Durch Drücken der Plus- oder Minus-Taste stelle ich mir die gewünschte Lautstärke ein oder schalte die Ansage aus. Ich bestätige wieder mit der Enter-Taste. Mit der Taste Sleep kann ich auswählen, ob das Display des Bedienhahns bei On
nach 30 Sekunden ohne Zeitanzeige in den Standby-Modus schaltet oder ob bei der Auswahl Off die Zeit im Standby-Modus permanent angezeigt wird. Auch hier bestätige ich wieder mit der Enter-Taste. Jetzt drücke ich Post-Cleaning. Hier kann ich die Dauer der Nachspülung des Cavendish einstellen. Zur Auswahl stehen 0, 10 und 20 Sekunden. Es ist schon 20 Sekunden eingestellt, das lasse ich so. Würde ich hier was verändern, bestätige ich am Ende auch wieder mit der Enter-Taste. Jetzt drücke ich das Häuschen-Symbol und gelange in den Standby-Modus zurück. Durch Drücken der On-Taste starte ich den Cavendish. Im Display sehe ich Folgendes. Die restliche Filterkapazität in Litern. Den Durchfluss in Litern pro Minute. Den Off-Schalter. Den Betriebsmodus und die Stufe, die gerade eingestellt ist. Symboltasten zur Auswahl für basisches, saures und nur gefiltertes Wasser. Hier oben sehe ich jetzt, dass der Durchfluss recht gering ist. Ich öffne das Feinregulierventil etwas mehr, drehe das Eckventil mehr auf und stelle den Hebel am Winkelabsperrventil mehr in Richtung waagerecht für mehr Wasserdurchfluss. Wie ihr seht, hat das bei mir einen Mehrdurchfluss von ca. 0,2 Litern pro Minute bewirkt. Das liegt an dem Druck, den ich hier vor Ort habe. Normalerweise gibt es mehr Spielraum. Hier eine Anmerkung von Karl-Heinz Asenbaum. Bitte missachten Sie bei allen Betriebsmodi die angezeigten Nutzungssymbole, wie hier das Trinkglas und die Babymilchflasche. Dies sind Relikte wissenschaftlicher Signalverspätung in Fernost. AquaVolta ist im Gegenteil davon fest überzeugt, dass man gerade Wasser zum Trinken oder Anrühren von Babymilchpulver besser im Alkaline-Modus 4 abfüllen sollte. Ja, danke Karl-Heinz. Ich schalte mal die verschiedenen Betriebsmodi und Stufen durch. So könnt ihr sehen, was passiert. Mit dem Tropfensymbol schalte ich die Stufe Alkaline basisch. Nach Stufe 4 kommt wieder Stufe 1. Saures Wasser, Acidic, bekomme ich durch Drücken des Händewaschsymbols. Gut zum Beispiel zum Händewaschen oder zur Flächendesinfizierung. Auch hier gibt es 4 Stufen. Nur gefiltertes Wasser bekomme ich durch Drücken auf das Wasserglas-Symbol. Im Filtermodus gibt es kein Abwasser und kein Post-Cleaning. Ich schalte aus und wieder ein. Der Cavendish startet wieder auf der Stufe Alkaline und wenn ich ausschalte, kommt wieder das Post-Cleaning. So ein Wasserfilter ist schon sowas wie ein Airbag im Auto. Man fühlt sich doch einfach viel besser geschützt. Im Handbuch sind noch mehr Informationen und auf unserer Webseite sind noch mal mehr. Wer will, kann das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke für Benachrichtigungen anklicken. Es mit Freunden teilen und was in die Kommentare schreiben. Ihr wisst schon. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, euer Michi.